Schotter zu begehen und damit diese kleine Gasse für Jason Johnson aufgemacht. Auf der anderen Seite Fraser gegen das jetzt wieder mit JJ den Spitzenteams. Viva! Schotter ist da giftig. Jetzt war ihm Dragic allerdings zuwendig. Fraser und dann lässt er zwei Oberfahrten. Ja, die Man-Defense stellt die Gunners jetzt vor gröbere Probleme. Das sind an und für sich die Lieblingswürfe des Mike Dale, aber was nützt's? Fraser trifft mit Foul und plötzlich kann auch Aaron Mitchell wieder ein Lächeln auf seine Lippen zaubern. Und bevor Mike Fraser den Bonuswurf nach diesem Foul von Jason Johnson ausführen kann, oh, Moritz etwas unorthodox, dann hat er nicht mehr die Kraft abzuschließen. Wieder Fast Break Fürstenfeld, Fraser trotz Foul. Goljovic, gutes Auge für Mike Fraser. Er trifft wieder, aber diesmal mit Foul des Gegenspielers. Und der heißt Moritz. Wunderbar abgelegt von Miljan Goljovic. Dagegen bei den Gunners. Diesmal trifft er nicht. Hohen Rückstand hinterherlaufen. Drum gut abgelegt auf Fraser. Da braucht gar keiner mehr hinzugreifen. 2:8:0 Run. Pausenübergreifend an den Ton sehr wohl. Aber die Treffsicherheit der Gunners ist. Ja, Chevy ist sicherlich aufgestachelt auch durch die gute Vorstellung von Erwin Samogrom und Co. Grom macht das höchstpersönlich. Fraser im Nachtippen. 16. Anzeigeburt, was die Fallvergehen betrifft. Und dann setzt sich entsprechend verarbeiten kann. Wieder Caldwell. Ah, oh, Fraser, schöner Dank. Foul gegen Hübner pfeifen können. So. High to low auf Fraser, die Chance lässt sich der nicht. Hüter allein gegen alle, es hat Colwell sucht das 1 gegen 1 gegen Moritz, gut verteidigt, aber dann entledigt er es schick. Doch zeigt Andy Perica keinerlei Anstalten, ein Timeout zu nehmen, auch nicht nach dieser Aktion von Fraser. Jetzt zeigt er an, ich hätte gerne eine Auszeit. 16:7, da das augenblicklich auch beim Freiwurf aus, nur 2 von 6. Ah, Mike Fraser. Oh, Fraser mit einer Körpertäuschung lässt er da aus 10. Fraser, ja, trifft trotz Foul etwas ungeschickter. Marko Moritz, der sich auf diese Finte eingelassen hat. Fraser hat da lange verzögert. Hier. Und dann kommt die rechte Pratze von Moritz. Unterarme am Gegner dran, Entscheidung in Ordnung. Und schönen Dank. Der bekommt es auch mit Christoph Boller zu tun, der hier erfolglos versucht. Michael Fraser spielt heute noch mit Schutzmaske. Miletic, naja, das sah bis zum Ledo. 10 von 17 Punkten der Knights hat er gemacht. Auf der anderen Seite trifft Mike Fraser diesmal. Ja, nach dieser ungeschickten Attacke bekommt Poller gleich neue an. Ist jetzt auch gleich noch ein Österreicher im Spiel. Sie haben ihn sicherlich erkannt mit der Nummer 2. Chevy ist gut abgelegt. Auf Fraser. Immer wieder die Penetrations. Goljovic, ja, offener 3-Punkt-Wurf, aber zu lang. Aber diesmal Fraser als Viech am Rebound und setzt sich auch in gegen Jason Chappell. Wäre Zeit für die ersten Güssinger-Punkte im vierten Viertel, aber darauf müssen die Knights noch warten. Eine gute Wurfauswahl zuvor von Miletic. Ja,
Fraser gegen Chaplaw. Da kommt da nicht zu einem freien Wurf. Ledoux auch nicht wirklich. Und der ist heute nicht nur wegen seiner Haartracht aufgefallen. Nein, er war ungemein. Also er hat derartige physische Präsenz gehabt und er war nie wirklich in den Griff zu kriegen von den Güssingern. Das hat man gesehen. Er hat sehr hochprozentig gescored, getroffen unterm Korb. Er nimmt natürlich Würfe im Korb näher, aber den muss man auch erst versenken. Immer wieder tolle Dunkings gezeigt. Und er hat 12 Rebounds ein Double-Double, also mit 12 Rebounds und 18 Punkten hier wirklich maßgeblichen Anteil gehabt. Am Ball. Hier die Aktion von Tomislav Gaspar gegen Mike Fraser, aber natürlich Anas Miletic für 3. Nein. Aber Fraser hat den Rebound, auch er ab und zu eine kleine Pause zum Durchatmen. Mike Fraser hat nicht nur alle Zeit der Welt, sondern auch alle. Fraser. So kann es klappen, wenn Mili zeigt, das zu sehen. Samu Grum. Mike Fraser. Und der Distanzwurf auch nicht. Vielleicht läuft der jetzt endlich heiß aus Sicht der Oberwarter. Nein. Shelton Colwell. Aber Mike Fraser macht dessen Fehler. Und so College auf Mike Fraser. Die perfekte Antwort. Aber die Kraft, die den letzten Platz besetzt ist. An die 2000 Zuschauer heute in der Südburgenlände. Wieder Schäbis. Gut verteidigt von Chris Punkt in diesem Spiel für die Güssing Knights. Und es bleibt vorher. Die Reise ist ja nicht wirklich viel auf sich genommen. Und die hätten es sich verdient. Mike Fraser, energisch setzt er sich da unter dem Korb durch gegen Christoph. David Jandl versucht alleine, dann doch noch der Pass auf Samu Grum. Und Mike Fraser, Abschluss des dritten Viertels. Die Fürstenfeld Panthers auf dem Weg zum sechsten Sieg im sechsten Spiel in dieser Saison. Al-David längst entschieden. Mike Fraser. Nach einigen Fehlversuchen hat es jetzt doch noch funktioniert.